In der letzten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, das Dungeon-Item des Feuertempels, war ein Stahlhammer, mit dem konnten wir den Boss Volvagia, ein Feuerdrache, besiegen. Von ihm bekamen wir, wie von jedem Boss, einen Herzcontainer und damit konnten wir auch Darunia befreien, der uns das Amulett des Feuers übergab. Und danach haben wir noch eine Fee im Krater des Vulkans besucht, die hat unsere Magieleiste maximiert. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Hoppala! Was ist denn los mit dieser magischen Bohne? Holy shit. So. Oh, das ist ja praktisch, dass hier so ein Wissensstein ist, weil... Alter, diese magische Bohne geht ja mal richtig ab. Ganz kurz hier, dieser Wissenstein, war ich gar nicht darauf vorbereitet, dass der jetzt direkt hier kommt. Aber dazu habe ich einen Kommentar von Till. Mir gefällt der Dungeon, also der vorherige Dungeon, der Feuerdungeon. Du kannst mal die Hymne des Sturms neben einem Wissenstein spielen. Das bringt dir Herzen und deine Energieleiste füllt sich auf. Na dann, machen wir das doch mal. Hymne des Sturms. Probieren wir das mal. Ob das wirklich neben so einem Wissenstein hier Herzen und sowas gibt. Oh ja. Irgendwas hat es bewirkt. Ja, tatsächlich. Herzen und Energie werden damit aufgefüllt. Vielen Dank, Till. Okay, weiter geht's. Nee, pass auf, eine Sache. Hier irgendwo sollen Skulltullas auf uns warten. Ich weiß allerdings leider nicht genau, wo. Ja. Ah, da hinten. Ich sehe sie, ich sehe sie. Hui. Ey, wisst ihr eigentlich, dass diese Bohne da hinten richtig episch ist? Ich muss auf jeden Fall noch einige weitere solche Bohnen einpflanzen, wenn ich mal in die Kindheit zurückkehre, aber noch nicht. Das machen wir irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Achso, die Hookshot habe ich da. Okay. Dann können wir das ja mal schnell so holen. Sehr schön. Weiter geht's, wollte ich sagen. Ich informiere euch, wenn ich noch was finde. Oh ja, moin. Okay. Die Skulptur habe ich jetzt wirklich nur dank dieses Wikis gefunden. Als ich nachgeguckt habe, ob hier noch irgendwas ist. Und ja, lül. Tatsächlich, hier ist noch was. Und zwar da oben eine Skulltula. Aber irgendwie will ich da nicht so ganz rankommen. Warum ist das so? Oh nein! Hallo, wie komme ich hier wieder hoch? Ah, jetzt habe ich es geschafft, mich auf den Zaun raufzustellen. Ja, moin. Jetzt haben wir es. Okay. Wow, diese Skulptur ist auch schwer zu bekommen. Die hört man nämlich auch gar nicht und gar nichts. Aber gut. Rein zu den Soras, denn hier wartet natürlich der nächste Tempel. Warte mal, was? Kann es sein, dass es hier etwas kalt geworden ist? Das fällt mir ja jetzt erst auf, dass das hier alles Eis ist. What the fuck? Ja, das verrät auch schon, was der nächste Dungeon sein wird. Und zwar ein Eis-Dungeon wird das nächste hier. Und ja, jetzt ergibt das Ganze auch Sinn. Anscheinend ist das ganze Sora-Reich eingefroren. What the hell? Na gut. Jetzt haben wir hier noch eine Skulptur abgeholt. Und dann gucken wir mal, ob Lord Yabu Yabu auch eingefroren ist. Oder keine Ahnung, was da hinten so los ist. Das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an. Hier ist der König. Mit dem können wir allerdings wahrscheinlich nicht sprechen. Oh, warte mal, hier ist wieder Wasser. Hier ist wieder Wasser. Aber nee, Lord Yabu Yabu ist hier nicht mal anwesend. Aha. Der gute Yabu Yabu ist nicht mal anwesend. Oh, warte, sehe ich da hinten richtig? Sehe ich das da hinten richtig? Ist das da hinten ein herziges Teil? Das da hinten ist ein herziges Teil, Alter. Ja, moin. Einfach mal so mitten auf dem Weg? Oh. Ach so. Das ist der Trick dahinter. Ah ja. I see. Lass mich raten, man muss das Jump'n'Run hier schaffen. Oh nein, komm. Das wollte ich nicht. Ah, okay, da kann man sich nicht mal dranhangeln. Okay, dann versuchen wir es hier mal hochzukommen. Naja, das hier geht. Die Plattform ist anscheinend groß genug. Oh, ganz vorsichtig. Und zack. Jetzt haben wir das Herzteil. Wunderschön. So. Und das Jump'n'Run zurück machen wir auch gleich noch, weil es so schön war. Oder? Jawohl, hat hingehauen. Und der andere Weg dürfte uns zum nächsten Dungeon führen. Ja, ihr seht schon, es geht hier von Dungeon zu Dungeon.
Später werden wir irgendwann nochmal in die Kindheit zurückkehren. Aber jetzt werden wir erstmal uns hier um die Eishöhle kümmern. Der nächste Dungeon. Und das hat mich gerade irgendwie ein bisschen an Mario erinnert. Was ist das hier? Okay. Oh Gott. Okay. Interesting. Interesting. Hallo. How is it going, my bro? Diese Eismonster, tun die mir auch was? Also, ja. Ja, die tun was. Die tun tatsächlich was. Das ist sehr interessant. So, frier mich bitte nicht ein. Danke dir. Diese Musik hier erinnert mich wirklich ein bisschen an Mario. Muss ich sagen. Aua. Na komm. Ein bisschen an Mario erinnert mich die Musik hier schon. Aber na gut. Oh. Herzen sind immer eine schöne Sache. Und die Eiszapfen kann man anscheinend zerbrechen. Ja, okay. Ein sehr interessanter Dungeon. Der ist ja irgendwie ganz anders aufgebaut als alle bisherigen. Und war das ein 100er Rubin, der einfach random hier rumgelegen ist? Was zum Teufel? Und da oben ist eine Skulltula. Eine skullige Tula. So, einmal kurz so. Und dann einmal kurz so. Und dann haben wir schon die erste Skulltula. Ja, okay. Ist ein anderer Dungeon, glaube ich. Ein bisschen. Wie wir hier durchkommen, keinen Plan. Ich weiß nicht, ob man sich auf diese Rotorblätter draufstellen kann. Nein, anscheinend nicht. Und diese 100er Rubine geben mir irgendwie auch zu denken, ob diese 100er Rubine irgendwas zu bedeuten haben oder keine Ahnung was. So, komm. Lass mich hier mal schnell durch. Ich würde nochmal gerne zurück, weil irgendwie kommt es mir so vor, als würde es bei dem Weg nicht weitergehen und ich habe irgendeinen Weg übersehen. Der da hinten zum Beispiel. Ja, den Weg hier hinten habe ich nämlich nicht gesehen. Dann schätze ich einfach mal, dass es hier hinten weitergehen wird. Oder ich bin jetzt auf beiden Wegen falsch. Das, oh nee, warte mal. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Okay, gut. Sehr schön. Jawohl. Okay, der Eisdungeon verwirrt mich hier schon. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nee, das finde ich nicht gut. Oder kann es sein, dass wir alle von diesen silbernen, Rubinen einsammeln müssen? Das könnte auch sein, ne? Das könnte auch sein. Ja, das ist das Rätsels Lösung. Ja, das soll einem auch einer mal sagen, dass es sowas in dem Game auch gibt. Sowas kenne ich bisher nur aus Mario und in Zelda wurde es bisher auch nicht verwendet, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, aber okay. Wie auch immer. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aha, hallo, mein Kumpel. Einmal kurz zerstören, dann passt das. Ah, rüber, Link. Dankeschön. Ist bisher ein sehr linearer Dungeon. Okay. Also es ist schon alles ein bisschen anders als bei den anderen Dungeons bisher so. Weil bei den anderen Dungeons gab es irgendeine Story und so weiter. Die gibt es hier ja nicht so wirklich. Ich meine, okay, wer soll uns die Story auch erzählen, wenn die Soras eingefroren sind. Aber ist halt ein bisschen anders, ne? Ist ein bisschen anders. Das ist blaues Feuer, es wirkt übernatürlich. Aber vielleicht kannst du es ja irgendwas gebrauchen. Nur wie willst du es transportieren? Ich bin hierfür. Warte. Ich bin hierfür. Hat das jetzt nichts geholfen? Komm schon. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, haben wir noch die Dekostäbe? Können wir nicht mehr verwenden. Willst du mich verarschen? Kann man blaues Feuer in... Ernsthaft? Really? Blaues Feuer kann man... Okay. Gut. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. So, du verpiss dich mal schnell. Lass mich mal hier schnell rüberjumpen. Und am besten equippen wir hier in diesem Dungeon mal, anstatt den Bomben hier, diesen Feuersegen. Mal gucken, ob der diesen Kristall da schmelzen kann. Nee. Okay. Dann versuchen wir mal schnell, ob vielleicht die Bomben das hier schmelzen können. Schmelzen, ja klar. Bomben schmelzen, meine Freunde.
Bomben schmelzen etwas. Wer kennt es nicht? Ja. Dann lass uns mal schauen. Navi, was hast du zu sagen? Nein, what the fuck? Ich will keine Pause machen. Heilige Scheiße, Junge. Oder Mädel. Oder etwas. So, Link steht im blauen Feuer. So muss das. Jetzt machen wir mal die Truhe auf und hoffentlich bekommen wir hier eine Karte. So ist es. Wir bekommen eine Karte. Jawohl. Wie viele Stockwerke gibt es denn? Wie jetzt? Nur das Erdgeschoss? Jetzt willst du mich aber verarschen. Das wäre aber ein sehr kurzer dritter Tempel. Fünfter Dungeon? Na, whatever. So, einmal hier, einmal hier. Man muss sich ja so viel blaues Feuer mitnehmen, wie es geht, ne? Na, dann gucken wir mal, was in dem Krug hier drin ist. Ich vermute nichts Wichtiges, aber wir können uns ja einfach das blaue Feuer wieder auffüllen da hinten. Oh, ein violetter Rubin. Na gut, so unwichtig wäre es nicht gewesen, aber wir haben noch immer eine volle Tasche. Okay, jetzt sind wir zurück in diesem Raum. Lasst uns mal hier schnell die Flammen ausbreiten. Schauen wir mal. Wo wir hier hinkommen. Ich lasse die anderen Wege mal zu, damit ich mich orientieren kann, wo ich schon war. Obwohl wir jetzt eh eigentlich schon die Karte hätten und es auf der Karte sehen würden. Aber ist egal. Ordnung muss ja sein. Und hier muss man anscheinend wieder mal diese silbernen Steine sammeln. Die, glaube ich, keine Rubine geben. Wenn ich das richtig sehe, ja. Also ich glaube, die geben keine Rubine, sondern die sind wirklich einfach nur Collectibles. Und da ist ein Skulltula. Ha! Ja, moin. Eine geile Skulltula. Feier ich. Einmal kurz hier wegzimmern, das Ding. Und dann bräuchte ich noch ganz schnell hier den Fanghaken. Und dann fangen wir uns mal ganz schnell das. Jawoll. Dann steppen wir hier hoch. Ja. Und Hilfe. Müssen jetzt hier rüber jumpen, wo Link sich gerade noch festhangeln kann. Gut. Allerdings frage ich mich. Ich frage mich. Wie zum Teufel. Also ich meine, ich weiß nicht. Kann Link da drauf steppen? Na, ich bezweifle es. Link kann da schätze ich mal nicht drauf steppen. Okay. Die Frage ist dann allerdings. Wie zum Teufel? Navi, warum? Ha, wait a minute. Das erinnert mich doch an etwas. Wenn Navi irgendwo hinfliegt und es ist grün, dann ist es doch eigentlich Zeit für eine Vogelscheuche. Nee, okay, schade. Naja, dann checken wir mal den anderen Weg ab. Vielleicht kommen wir hier ja auch noch nicht weiter. Vielleicht fehlt uns hier irgendein Item oder so, was wir noch bekommen. Dann lass uns mal den anderen Weg abchecken. Ja, hier drüben gibt es ja noch einen. Einmal hier. Einmal kurz das Feuer austauschen. Zack, zack. Und ich habe übrigens noch Kommentare dabei. Und zwar von Connor und von Theo. Die schreiben beide, ja, du musst diese Schlafmütze aus der Kindheit wecken, also Talon, der Besitzer der Farm, den muss ich wecken und der ist in irgendeinem Haus in Kakariko. Das hat dann mit dieser einen Quest zu tun, ihr wisst schon, mit diesem fetten Schwert, wie ich schon mal meinte. Und hier ist anscheinend ein Herzteil. Und hier ist anscheinend irgendwo eine Skulltula. Also, das ist ja ein sehr interessanter Raum. Ah, hallo, direkt vor meiner Fresse, das ist auch sehr nett. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was sich da so machen lässt. So, hier, Herzteil sammeln wir ein. Nehme ich sehr gerne mit. Gut. Alles easy. Aber anscheinend haben wir noch nicht genug, um das nächste ganze Herz zu bekommen. Was ist eigentlich hier? Ist hier der Kompass? Das wäre doch eigentlich ziemlich fresh, wenn hier der Kompass wäre. Gucken wir mal. Let's have a look. Es ist eine große Truhe, also Dungeon-Item oder Kompass. Dungeon-Item würde auch Sinn machen, weil da drüben weiß ich nicht, wie ich weiterkomme. Es ist der Kompass. Naja, okay. Okay.
Da drüben ist noch auf jeden Fall noch eine Schatztruhe eingezeichnet, aber wie ich da jetzt weiterkommen soll, weiß ich noch nicht. Oh, nein. Nein, nein. Sag mir jetzt nicht, ich kann dieses Ding schieben. Oh, es ist ein Schieberätsel. Ach so, das ist mir gerade aufgefallen. Ich wollte nämlich eigentlich raufklettern. Und ja, dann habe ich, ja, die andere Animation bekommen, weil ich noch nicht lange genug dran stand fürs Hochklettern. Das ist ja auch mal eine ganz tolle Sache. Na gut, zum Glück habe ich es rausgefunden. Sammeln wir die restlichen Dinge ein. Es fehlen ja hier nur noch zwei. Zurückziehen kannst du es nicht, ne? Nee. Die Frage ist, können wir es einfach runterschieben und es taucht neu auf? Ja, das ist sehr praktisch. Das ist extrem praktisch sogar. Dann sammeln wir das hier noch ein. Ja. Und das hier auch noch. Und dann haben wir eigentlich fast alle. Hallo, ich wollte hier runter, danke. Ha, ja, diese blöden Fledermäuse, ne? Die regen mich richtig hardcore auf. Aber gerade schaffe ich es noch nicht, dass ich gegen die irgendwas anrichte, ja? So, hier ist der letzte. Hallo, du bist doch so ein Arsch, Alter. So. Ah, jetzt ist das hier offen. Und jetzt muss ich nur das hier nochmal runterschieben. Sehr schön. Dann das nächste. Oh Gott. Oh, easy. Das nächste Schieberätsel wartet. Oh Gott. So, schnell. Da nach vor. Ah, nee, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ja, ich weiß es nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Oh ja, immerhin eine weitere Fledermaus down. Das ist göttlich. Ja. Ah nee, ich glaube, ich mache alles richtig, Leute. Ich mache alles richtig. Dann schieben wir das hier ran. Dann schieben wir das hier ran. Ja, und dann, glaube ich, kommen wir schon zum Ausgang. Ja, so gut wie. So gut wie. Dürfte reichen, dass sich Link dran hangelt, oder? Gucken wir. Link, schaffst du das? Easy. Easy. Link ist ein Soss. Oh, ja. Nee, du kannst dich mal ganz schnell verpissen, du komisches Etwas. Oh nein, dich will ich auch nicht hier. Dankeschön. Dann einmal blaues Feuer. Dankeschön. Auch wenn ich noch eins hier im Inventar gehabt hätte, aber egal. Ja, fresh. Wäre eh nichts Wichtiges gewesen, schätze ich. Öffnen wir den ganzen Spaß hier mal. Was haben wir hier? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ein Kampf gegen einen Eiswolf. Oi, 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 oi. Hallo. Du kannst mich mal. Nein, du kannst mich mal, habe ich gesagt. Ja, komm. Greif mich nur an. Greif mich nur an, mein Kumpel. Haha. 4 Hits und das Ding ist down. Gucken wir mal, was bekommen wir für ein Dungeon-Item? Also es schreit für mich doch schon sehr nach Dungeon-Item. Gucken wir nach. Freunde. Es sind Eisenstiefel? Ja, lol. Zu schwer, um zu rennen. Zu schwer, um zu schwimmen. Aha. Interesting. Hi, Chic. Sei gegrüßt, Ripples. Wenn du hierher kamst, um die Soras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Soras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Soras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut. Junge Liebe, Knospen erblühen groß und stark. Des Wassers Kraft allein ist dies. Was? Wie auch immer. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen.
Okay. Das war anscheinend noch gar nicht der Dungeon. Der Tempel. Wie auch immer. Das war nur die Vorbereitung auf den Tempel. Ja, moin. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Ripples, wir werden uns wiedersehen. Davon gehe ich aus. Ciao, Sheik. Okay, sehr interessant. Dann lasst uns mal hier reingehen. Ich weiß zwar nicht, wo wir da hinkommen, aber ja. Also, wartet mal. Lass mich mal ganz schnell hier die Eisenstiefel equippen. Sehr schön. Du kannst unter Wasser nicht atmen. Wird dir die Luft knapp, ziehe diese Stiefel aus. Okay. Alles klar. Aha, und jetzt sind wir hier oben in der Eingangshalle. Ah ja. Okay, Leute. Das ist ja sehr interessant. Jetzt spielen wir noch ganz schnell die Serenade des Wassers. Schauen wir mal, wo uns das hin teleportiert, hinbringen, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt. Zum Heiligersee. Ach so, ja. Ich erinnere mich. Wir haben dieses Podest schon mal gesehen, auch in der Vergangenheit. Das ist hier bei diesem Baum, ne? Das ist hier bei diesem Baum. Ja, na bitte. Okay. Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.